Hallo, meine Freunde, da sind wir wieder bei Sengoku Dynasty und ja, wir haben in der letzten Folge den Jäger gebaut und den Abt um ein weiteres Dörfchen gebeten. Und jetzt würde ich gerne mal wieder so ein Bauwerk fertig machen. Hier, wie zum Beispiel diese hier. Das ist, glaube ich, ein Stollen, könnte das sein. Weiß ich nicht. Wir gehen mal gucken. Das müsste um diese Ecke sein, kurz da, wo die Bären sind. Aber ich würde da gerne mal schauen. Und die Kamera, die habe ich glaube ich noch nie benutzt, oder? Alter. Das räumt ja mal alles ab hier, ne? Nice. Warte mal. Das heißt, wir können das ganze Feld viel schneller wegmachen hier. Wenn wir hier was bauen wollen. Nett. Das ist natürlich cool. Ich glaube, ich habe die noch nie ausprobiert, ne? Kann das sein? Bist du neuer? Oh, das ist neuer. Ja, ist also offen zuzugeben. Es gibt viele wie mich. Ich will nicht in der Stadt sterben. Ich will keine andere wie mich töten. Ich hoffe, ich hörte vom Königreich der Bauern und dachte, hier wäre ich sicherer. Warum kommen Sie nicht lieber bei uns? Genau. Und schließen. Das heißt, wir müssen ein Haus fertig machen. Und ihn hier würde ich nämlich dann an Arbeitsplatz hinsetzen. Und das ist dann. Wo ist er denn? Ach, der hat noch keine Wohnung, deswegen ist der, glaube ich, da noch nicht drin, oder? Haben wir doch noch eins. Frei irgendwo. Jagdhütte. Ach so, warte mal. Die können wir dann in die Jagdhütte verpflanzen. Und den können wir da, wo sie drin war. Genau. Dann muss aber. Ich habe zwei Arbeitslose. Okay. Dann kann er am Brunnen. So. Und wir haben dann noch einen frei. Den können wir dann später ans Bauwerk machen. Ja. Am Bauwerk, genau. Und da würde ich jetzt gerne mal hin. Und dafür machen wir mal eben. Den habe ich weggemacht schon, kann das sein? Den hier weg. Und den hier hin. So, dann gehen wir da mal gucken, was da genau ist. Kann sein, dass wir die Bären da wegmachen müssen. Aber das werden wir mal sehen. Bären würde ich ungern absäbeln. Ach, warte mal, wir hatten noch letztens Pute gekriegt für das Handwerken. Da haben wir aber alle schon frei. Okay. So, dann gucken wir mal hier oben, was das für ein Bauwerk ist. Das sieht mir nach einem Turm aus. Da müssen wir auch nichts wegmachen an Bären oder so. Spezialprojekt Wachturm. Bietet einen Überblick über die Umgebung. Ein hier angestellter Wächter kann zum Jahreszeitenwechsel Orte markieren, die für dich von Interesse sein könnten. Ey, geil! Errichte eine Spezialprojekt Werkstatt einfache Bauwerke Schema. War hier in der Nähe. Okay. Das heißt, wir bauen hier. Was ist das denn? Achso, eine Rüstkammer. Ich denke, da haben wir. Das wäre ja dann. Das habe ich ja schon. Ach cool, wir können Schneiderwerkstatt schon bauen jetzt. Okay. Können wir das beim nächsten Mal machen? Dekoration, Dorfbauwerk ist das, glaube ich, dann, oder?
gewandert. Ich hab noch mal. Ist das blöd? Geh weg da oben. Ja. Holzstämme und Bretter. Haben wir da den Wolf. Wo ist der hin? Können wir unseren Bogen mal eben austesten. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er hin? Oh. Wo ist er hin? Stopp! Hör auf! Doch. Er hat aber noch Messer da. Gucken, ob ich die Pfeile wieder kriege. Nö, Pfeile kriege ich komischerweise nicht wieder. Schade. Aber das macht ja nichts. Wir brauchen erstmal noch Baumstämme. Und Bretter. Leider ist die Eisenaxt schon kaputt. Haben wir noch einen Stein hier? Ein Stein. Schaufel hatten wir auch hier. Bleib stehen. Dann das hier wieder und dann können wir die weitermachen, ne? Aber wir brauchen noch einen Stein. Was? Hab dich doch gehört, wo bist du denn? Ich sehe ihn nicht. Ist wahrscheinlich hinter der Bergkuppe da. Ach, guck mal. Eine Händlerin.
Handeln wollte ich. Oh, er kehrt sein hatte. Was können wir denn dann noch verkaufen, so schönes? 120. Oh, guck mal hier. Also das ist das, was ich eh trage. Das ist, meine, oh, wie die Glocke. 500. Da reden wir die recht viel, ne? Das ist, kann man eigentlich mal machen. So, und dann hat die noch Eisenmesser. Fermentiertes Gemisch brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich würde gerne so ein, zwei Seile haben. Über 2. 31 habe ich noch. Ne, einen können wir nur holen. Okay, alles klar. Das war das so und bedankt. Galgen können wir bauen. Okay, sehr schön. Stein. Jetzt hätte ich weit, weit da vorne müssten Steine sein, ne? Also, das sind genug erstmal. Man sieht, es hat aufgehört zu regnen. Der Bär, der irritiert mich so leicht. Steine. Wow, da brauchen wir aber richtig viel. Es wäre schön, wenn man sich das anpinnen könnte. Dafür müssen wir aber erstmal wieder zu unserem Dorf zurück. Und da können wir dann gucken, dass wir aus diesen Steinen, dass wir uns da Steine holen. Ach, guck mal an, wie schön. Das ist echt cool mit den Lämpchen da dran. Da muss ich da auch noch ein paar Lämpchen hinstellen. Das wäre vielleicht noch ein bisschen besser. Dann kurz gucken, hier können wir noch Steine herholen. Wir haben doch eine Spitzhacke, ne? Eine Holzhacke nur. Und da haben wir eine Eisenspitzhacke. Stahlspitzhacke für, okay. Sehr gut. Dafür auch. Ne, dafür nicht. 150 Stück brauchen wir dafür. Das heißt, eine Steingrube wäre dabei gar nicht mal so schlecht. Und ich muss was essen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir die Steine erstmal behalten. Wieder, wie viele haben wir noch? 11 Pfeile. Federn haben wir gerade mal 2, okay. Ich muss aber noch eben... Alter, diese Lex hier, wenn man ins Dorf reinkommt, sind schon heftig. Eben kurz hier noch ein bisschen. Okay. Wusste jetzt nicht, dass das eine Aufgabe war, aber okay. Da gehen wir nochmal hier rein und machen hier nochmal ein paar Äxte. Haben wir irgendwas Neues gekriegt hier? Seil. Aus Stroh macht man die. Ach so, hätte ich gar nicht holen brauchen, ey. Ich weiß, jetzt verbrauche ich die ganze Stroh, aber das macht nichts.
So, dann. Was wollte ich jetzt nochmal bauen? Äxte, ne? Eisenerz. Können wir direkt reinmachen. Können wir uns weiter davon machen? Dann machen wir uns noch eine Spitzhacke. So. Jetzt haben wir alles verbraten. Das heißt, hier kommt dann der Hammer, kommt dann weg, weil dann haben wir ja zwei hiervon. Obwohl, warte mal, die Hämmer tue ich dann ins Lager für den Notfall. Und das tue ich da rein, das tue ich da rein. Das tue ich da rein. Obwohl, das tue ich nicht so gerne da rein, weil das machen die nämlich auch gerne mal als Feuerdings. Die kann da rein. So, ja. Okay. Zehn Holzstämme. Haben wir hier denn neue drin? Ja, aber natürlich. Aber logisch. Brauchen wir noch Bretter? Bretter haben wir nicht mehr. Das heißt, ich würde die 6 noch mitnehmen und... Alter, wenn die Lecks aufhören... Noch ein paar Bretter bauen. 3, 6 hier. Oh, ich habe hochwertige, also egal. Ist jetzt egal. Wird das halt ein tolles Haus. Oh, ups, das wollte ich gar nicht. Wir brauchen viel mehr Bretter. Material ändern. Aber auch keine. Okay, alles klar. Aber da würde ich eben kurz schlafen gehen. Oh, wird schon wieder hell, ne? Kann das sein? Hinter noch Fleisch kochen, ne? Machen wir doch mal. Machen wir ein wenig Fleisch. So. Und dann brauchten wir Bretter, haben wir noch gesagt. Dann. Nehmen wir nochmal die 7. Genau, mach mal.
Erstes große Haus, ne? Gucken, wie das aussieht von innen auch. Ob die Stöcke überhaupt reichen. Anscheinend nicht. Ein Holzstamm und noch ein paar Stöcker. Die müssten wir aber alle noch da drin haben. So. Aber dann wird es jetzt fertig, aber wir brauchen ja noch was für die Inneneinrichtung. Da denke ich mal, haben wir noch zu wenig Gras. Ja, Stroh oder so. Ach, diese Strohdinger müssten wir noch bauen, damit wir da noch ein bisschen Stroh kriegen. Verschieben. Würde ich gerne dahin haben und das hier würde ich dann gerne dahin haben und das hier können wir dahin machen. Achso, ich habe gar kein Gras in der Tasche. Your coins. Gras. Nehmen wir einfach mal alles mit. Ich glaube, nee, halt falsche Tür. Ach, genug Steine haben wir auch noch. Gut. Perfekt. Wunderbar. Sitzkissen freigeschaltet. Ach, apropos Sitzkissen. Wir können die Schneiderei bauen, ne? Ist mir doch gerade eingefallen. Eventuell hier hin. Weil ich hier eigentlich gerne von da und nach von da noch gerne einen Weg hätte. Und das würde ich dann von hier. So, und von hier. So, und dann von hier nach hier. So. So, damit wir hier einen kleinen Mittelpunkt haben, sozusagen. Und dann kommt von hier aus weiter. Würde ich dann sagen, dass wir die Schneiderei direkt hier hinbauen. Hinter der Küche. Ach, ist das cool mit dem Ding hier. Konnte ich früher noch nicht bauen. Wo ich das erste Mal hier Sengoku gespielt habe. So, dann würde ich nämlich hier die. Ne, die Schneiderei. Können wir die Schneiderei bauen? Ich weiß es gar nicht mehr. Geigen will ich nicht unbedingt bauen. Schilder bauen. Achso, kann ich nicht bauen, okay. Sitzgelegenheiten wären natürlich auch nicht schlecht. Die könnte man verkaufen, wie es aussieht. Guck mal an, den Kran können wir einfach so hinstellen, okay?
Wäre eigentlich gar nicht mehr so schlecht, die ganzen Betten auszuwechseln, ne? In schönere Betten. Müssen wir machen, vielleicht ist das ja irgendwas Besonderes. Hier, Sitzkissen. Stroh nur. Aha. Nicht schlecht. Aber wir wollten Gebäude, Produktionsstätte. Nee, die können wir dann noch nicht bauen. Dann ist Tiefe Stufe 9. Wir könnten zwar die Fischerhütte bauen, aber wir sind nicht an einem Wasser. Ich glaube nicht, dass der hier Fischertrag hat hier. Ne, der muss nämlich zum Teil im Wasser drin sein. Ja, er kann hier nicht gebaut werden. Kann man hier tricksen? Ne. Kann man leider nicht. Wäre natürlich cool, wenn hier so ein kleiner See gewesen wäre, aber schade. Können wir hier schon mal nicht. Der Fluss ist zu klein. Naja, das macht ja nichts. Hatte ich doch irgendwas, was war bauen wollte, was ich bauen wollte? Ja, genau, jetzt weiß ich wieder was. Moment, Dorfbauwerke, kleine Bauwerke. Nee, das war es nicht. Wände, Tore, Dorfbeleuchtung, wird der da Hansgebäude. Nee. Hier, die wollte ich mal. Da brauche ich Stroh für. So, das dauert ein bisschen. Ich werde zu lange auf Pause drücken. Wir sehen uns dann gleich, ne? So, da bin ich wieder. Wir sind jetzt fertig. Und das heißt, wir können ein bisschen was bauen. Wo habe ich das jetzt gesehen gehabt? Und so, ich habe da Brücken im Dings gehabt. Wo hatte ich das jetzt? War doch hier irgendwo. Nee, nicht da. Landwirtschaft war das genau. Und da dann ein Heuhaufen. Gerne hier einen gehabt, aber leider geht das nicht. Nicht hier reinbauen, nö. Habe extra ein bisschen mehr gemacht, weil dadurch kriegt man nämlich auch das Stroh raus. Mittlerer Heuhaufen. Den lasse ich mal. Nee, ich habe doch abreißen gesagt. Der war jetzt hier bei Landwirtschaft. Da und da und da. Kann ich hier nirgendwo hinbauen, oder? Hier würde ich gerne noch vielleicht noch eine Dings hinbauen, eine Straße, einen Weg. Jetzt kann man ja irgendwo hinbauen. Was soll ich denn das hier vor der Stunde stellen? Was soll denn das hier? Mache ich das hier? Und eine hier rein.
So nämlich. Warum wahrscheinlich noch ein bisschen Stroh, aber das mache ich dann später alleine ohne euch. Nur damit ihr jetzt schon mal wisst, wo das alles hinkommt, ne? Und jetzt können wir sogar großen Heuhaufen bauen. Und hier kommt nämlich dann auch Stroh raus. Das ist das Gute daran. Nee, ich wollte kein. Oh. Wieso kann ich das nicht mehr auswählen? Ach so, mittlere Maustaste, ich depp. Dann doch wieder weg. Oh, der ist mal groß. Was macht der denn jetzt? Hat er sich jetzt verbeugt? Wollte nur, dass er sich dreht. Aber hier so direkt an der Straße ist auch blöd, ne? Ich würde es jetzt gerne da machen, wo die Felder hin waren. Guck mal, hier ist gut. Den baue ich dann mit euch und das war es dann auch hier für die Heuhaufen. Passt nämlich auch genau mit dem Heu. Und da spawnen dann nach einer Zeit nämlich auch immer Heu drin. Das heißt, wir können uns da nämlich immer Heu holen. Sehr schön, wir haben Handwerkerstufe erhöht. Ich kann damit aber nichts mehr anfangen, weil wir da schon alle Punkte durch haben. Aber da werden mit der Zeit mit Dynastiestufen, mit der Patches wahrscheinlich noch mehr dazu kommen. Das hatten die vorgehabt und haben auch in letzten Patchnote geschrieben. Also von daher denke ich mir mal, da passiert noch was. Hier können wir so direkt 19 rausnehmen. Perfekt. Und somit haben wir heute das schöne große Haus gebaut. Eins wollte ich noch mal mit euch testen. Das habe ich gerade ganz vergessen. Und zwar Dekoration. Es dauert jetzt gerade ein bisschen länger. Und zwar hier Sitzkissen herstellen, hinstellen. Wunderbar. Sieht doch nett aus. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen und Reinschauen und Liken und alles Mögliche. Wir sehen uns bis dahin, euer Wobra. Tschüss.